Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei Gamecore HD. Heute mit dem zweiten Teil meiner Spezialserie Einzigartige Spiele und dieses Mal habe ich dabei ja das Spiel Journey. Journey, das ist vielen kein Begriff, sage ich mal. Das ist ein relativ unbekannter Titel. Der ist im PlayStation Network erschienen und auch lediglich dort. Und ja, es ist ein sehr kunstvolles Spiel und ja, so eine Art Indie-Titel, der wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen überzeugt hat und deswegen möchte ich den hier heute für euch mal vorstellen. Ja, das ganze Spiel ist so eine, ja, was für ein Genre ist das überhaupt? Das ist schwer überhaupt zu definieren. Das ist ja eigentlich so einfach ein kunstvolles Spiel. Man hat eigentlich das ganze Spiel über das Ziel, den Gipfel eines Berges zu erreichen. Und ja, fängt hier in der Wüste an und geht die ganze Zeit immer Richtung dieses Berges und hat verschiedene Elemente. Wenn man es ein Genre zuordnen müsste, würde ich fast sagen, ja, Action, Jump'n'Run, Adventure, falls es das überhaupt gibt. Aber sowas in der Art ist das und ja, es zeichnet sich halt nicht besonders durch die spielerische Tiefe aus, sondern eher durch diese kunstvolle Gestaltung, die das Spiel auf jeden Fall rüberbringt. Ja, jetzt sehen wir jetzt hier auch mal, dass man diesen Berg hier im Hintergrund das erste Mal sieht. Es ist hier noch relativ hell. Aber je näher man diesem Berg kommt, umso besser sieht man den dann auch. Und ja, wie gesagt, man ist diese komische Figur da, die, ja, was auch immer, man kann es gar nicht genau zuordnen. Hat sie gerade am Anfang einmal gesehen. Mit diesen Schleiern, diesem Gewand umwundene Figur. Und ja, macht sich auf den Weg durch die Wüste zu diesem Berg. Man weiß auch gar nicht genau, warum überhaupt. Die kargen Wüstenlandschaften sind doch wirklich wunderschön inszeniert worden und grafisch wirklich toll gemacht. Also das ist wirklich gut gelungen. Das Ganze wurde entwickelt von Z Game Company und wird auch von Sony gepusht, das Ganze. Und da sieht man jetzt auch nochmal hier diesen Hügel. Das Ganze ist sehr stimmungsvoll auch musikalisch unterlegt mit so einer Orchestermusik und da haben sie wirklich ja keine Mühen gescheut. Um so ein wirklich gutes Spiel darzustellen. Sieht hier auch, man hat eine schöne Weitsicht und sieht wirklich sehr stimmungsvoll und gut aus. Für einen PSN-Titel vor allen Dingen, ja, und man kommt halt immer wieder an so Stellen, wo so Stofffetzen sind und diese Stofffetzen, die geben dieser Figur dann halt solche Kraft und dann der Schal, den diese Figur hat, wird dann etwas länger und dadurch kann sie zum Beispiel länger springen oder eben auch irgendwann fliegen, wenn er lang genug ist, so wie wir es jetzt hier im Bild sehen. Ja, dieses komische Vogelfliegding, was da unten noch ist, das hat man dann befreit und umso mehr man davon befreit, die helfen einem dann umso weiter. Und ja, ist ein ganz cooles Element, also. Und das Ganze, man muss halt irgendwie in der Lage sein, sich auch von diesem Spiel mitreißen zu lassen, weil sonst macht das keinen sonderlichen Spaß, aber das geht relativ schnell und gut, weil vor allem auch durch diese gute Musikuntermalung ist das wirklich grandios. Ja, wir können jetzt hier auch schon so ein paar Meter fliegen und hier ist wieder so ein Stofffetzen. Da befreien wir wieder so ein paar kleine Helferchen. Ja, das Spiel wurde natürlich auch von Fachzeitschriften getestet und naja, es hat tatsächlich auch gute Wertungen einkassiert. Und dafür, dass es ein PSN-Spiel war, gab es sogar Wertungen, die um die 90% lagen. Und das meine ich auch zu Recht, weil das hat man auch vorher noch nicht gespielt, sowas. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Und ja, es zählt auf jeden Fall zu den einzigartigen Spielen. Und ja, man muss es irgendwie spielen, um zu begreifen,
was ich meine. Also, falls ihr euch das mal angucken wollt, das gibt es im PSN immer noch, ich glaube für 9,99 €. Und da das Spiel relativ erfolgreich war, hier haben wir jetzt auch so eine Art Prophezeiungstafel aktiviert. Man hat da so eine, auf der Kreistaste so eine Art, ja, Kraft, dass die von der Sonne zu kommen scheint, mit der man solche Tafeln aktivieren kann oder eben auch diese, ja, Vögel, sage ich einfach mal, die da mit rumschwören. Ja. Genau, wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt, das gibt es im PSN. Ich glaube, es ist auch PlayStation 3 exklusiv. Und es gibt sogar eine Collector's Edition zu dem Titel, die, ja, ich glaube, noch jetzt demnächst rauskommen soll. Also spätestens dann solltet ihr euch es vielleicht mal angucken, wenn ihr euch solche Spiele in den Bann ziehen. Ja. Und ja, das ist dann wohl so ein Pack mit anderen Spielen, die so ein bisschen in diese Richtung gegangen sind, aber nie so richtig, wie zum Beispiel Flower. Das war ja auch so ein komisches, wo viele nichts mit anzufangen wussten, Spiel, was irgendwo auch in diese Richtung angesiedelt ist. Aber man kann es auch nicht wirklich vergleichen. Ja, also dieses, da ist ja noch, glaube ich, ein anderes Spiel bei, also das könntet ihr euch mal ins Auge fassen. Ja, und wenn ich sag's jetzt auch, das hört sich vielleicht auch ganz komisch an, dieses Spiel hat auch irgendwo einen ziemlich philosophischen Anreiz. Wenn ihr es einmal durchgespielt habt, wisst ihr, was ich meine. Ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel spoilern. So, hier habe ich jetzt so eine kleine weiße Karte aufgesammelt. Die gibt mir dann wieder ein bisschen mehr Schal. Und mit diesem Schal kann ich dann weiter fliegen. Ja. Ja, Multiplayer-mäßig gibt es da nicht so viele Optionen. Es gibt zwar so eine Art Multiplayer-Einlage, weil, ja, wenn man im PSN angemeldet ist, rennen auch teilweise noch andere Spieler mit auf der gleichen Spiele-Welt herum. Aber man sieht keine Nicknames oder so. Lediglich, wenn man das mit den Leuten zusammen durchspielt, sieht man ganz am Ende den Nickname von den Leuten. Ist auch noch eine ganz gute Lösung, denke ich, weil doch das Ganze auch sehr stimmungsvoll gemacht ist und davon würde auf jeden Fall was verloren gehen, wenn dies anders wäre. Ja, diese kleinen Vögel da, die helfen mir auch immer wieder, geben mir hier Energie, dass ich weiter fliegen kann. Zum Dank, dass ich sie befreit habe. Und ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz. Und auch wenn diese Welt eigentlich so eine triste Wüstenwelt ist, hat sie doch einen ganz einzigartigen Charme, muss ich sagen. Und das kommt wirklich sehr gut rüber. Hinterher kommt man auch noch in andere Bereiche und kommt auch komplett aus der Wüste raus. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ja, und am Ende jedes Abschnittes gibt es dann hier immer so eine Art kleinen Tempelbereich, wo man dann, ja, solche Sonnensiegel aktiviert. Wenn man sich dann in dieses Licht setzt, bekommt man immer so eine kleine Prophezeiung, wie es weitergehen kann. Am Anfang wirken die sehr, ja, verwirrend und man weiß gar nicht so wirklich damit anzufangen. Aber irgendwann, wenn man das ein bisschen länger spielt, kann man auch wirklich diese Dinger weisen und kann die lesen. Das ist jetzt hier eine so eine Prophezeiung von diesen Prophezeiungen. Und ja, es ist wirklich so eine einzigartige Sache, sowas. Und es ist wirklich sehr. Ich habe es 5-mal durchgespielt, muss ich sagen. Also, es ist mir heutzutage relativ selten passiert mit so einem Spiel. Meistens spiele ich einen Titel ein- oder maximal 2-mal durch. Aber das Spiel, das ist doch wirklich immer wieder schön zu spielen. Ja, es scheint auch sehr strange zu wirken, denke ich mal, diese ganze Sache. Man kann es auch schlecht beschreiben, aber ich kann es euch nur ans Herz legen. Schaut mal rein in diesen Titel und lasst euch mit verzaubern von dem Spiel. Und ihr werdet definitiv dann nicht enttäuscht werden. Ja, der Umfang ist leider relativ kurz. In 4 bis 5 Stunden hat man es durch. Und geht auch schneller, wenn man ganz schneller ist, aber
Ja, 4 bis 5 Stunden sollte man schon einplanen und es bringt einem eine gewisse Erkenntnis, das Spiel. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und für ein Abo wäre ich sehr erfreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.